Ja, lieber Herr Buschek, vielen herzlichen Dank für die freundlichen, einführenden Worte. Für alle, die jetzt aus den hinteren Reihen denken, Mensch, ist der Kapferer so groß? Nein, der Kapferer ist ganz normal groß, aber das Rednerpult ist schon mal auf die Bundeskanzlerin eingestellt. Und wir wollen das nicht immer wieder verändern. Dear Commissioner Šefčovič, meine Damen und Herren Abgeordnete des Bundestages und der Landtage, meine Damen und Herren Staatssekretäre des Bundes und der Länder, Exzellenzen, liebe Mitgliedsunternehmen, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen von Präsident Kempmann und der Mitglieder des Präsidiums des BDEWs zu diesem größten Branchentreffen der Energie- und Wasserwirtschaft hier in der Station willkommen heißen. Ich glaube, wir haben zwei spannende Tage vor uns. Und nicht ohne Grund steht dieser Kongress unter dem Motto Change. Auf die erste Veränderung hat Herr Buschek schon eben mal ganz kurz hingewiesen. Es gibt einen neuen Vorsitzenden der Hauptgeschäftsführung. Und deshalb gestatten Sie mir, dass Sie an dieser Stelle noch eine Teilnehmerin des Kongresses persönlich und namentlich begrüße, liebe Hildegard Müller. Schön, dass du... Wo ist sie? Schön, dass du heute wieder bei uns bist. Das zeigt, man kann den Verband verlassen, aber trotzdem bei der Branche bleiben. Ich weiß, das ist auch eine Herausforderung. Wir haben gerade kurz über die vor dir liegenden Aufgaben miteinander gesprochen. Und es ist so, dass ich dann gesagt habe, dann bin ich ja froh, dass du mir einen geordneten Laden hinterlassen hast beim BDEW. Also viel Erfolg, alles Gute und danke für dein Engagement für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Das Zweite, was sich geändert hat, auch darauf hat Herr Buschek schon hingewiesen, ist die Location, in der wir uns befinden, also die Station. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir hierher gegangen sind. Ich habe gestern Abend gesagt, wir sind jetzt wieder im Maschinenraum der Energiewende. Denn das, was wir machen müssen, ist nicht mehr auf hochflorigen Teppichen über das Thema miteinander diskutieren, wie das im Interconti der Fall ist. Was wir machen müssen, ist die Ärmel hochkrempeln, anpacken und für Veränderungen in der Energie- und Wasserwirtschaft sorgen, damit wir auch zukünftig erfolgreich sind. Und Ärmel hochkrempeln und anpacken geht besser hier in der Station als im Interconti. Deshalb glaube ich, dieser Ort ist eine gute und kluge Entscheidung. Und das Dritte, was sich verändert hat, ist die Art des Programms. Und das hängt mit dem zweiten Punkt natürlich zusammen. Wenn Sie auf die Agenda der nächsten beiden Tage schauen, dann werden Sie feststellen, es geht viel stärker als früher auch um die Frage, was kann ich für mein Unternehmen an Mehrwert, an Nutzwert mitnehmen? Es geht natürlich um die Frage, die politischen Entwicklungen zu hören, zu diskutieren, zu besprechen mit den handelnden Akteuren in Bund und Ländern. Aber es geht eben auch darum zu sagen, wie verändert die Digitalisierung unsere Geschäftsmodelle? Welche Rolle spielt der Kunde zukünftig? Was sind die Herausforderungen, die auf mein Unternehmen zukommen? Ich glaube, dafür bieten wir ein sehr breites und gutes Angebot. Und ich lade Sie sehr herzlich ein, eben nicht nur im Plenum sich aktiv zu beteiligen, sondern auch wirklich in den einzelnen Themenwelten ganz aktiv mitzumachen und Ihren Input zu geben. Wir sind ein Verband, das wissen Sie, der so organisiert ist, dass wir uns austauschen, dass wir gemeinsam Ideen sammeln und Innovationen entwickeln. Was sich hoffentlich in der Zukunft nicht mehr so schnell ändert, sind die Rahmenbedingungen, in denen wir als Branche agieren. Denn spätestens mit den Beschlüssen, die in Paris Ende letzten Jahres gefasst worden sind, geht ein ganz klares Signal aus, das weit über Deutschland hinausreicht. Es gibt jetzt ein internationales Bekenntnis, ein internationales Commitment von sehr, sehr vielen Staaten weltweit, dass wir CO2-Verminderung und dass wir das Klimaziel anstreben, gemeinsam durch gemeinsame Anstrengungen der Staaten. Deutschland war Vorreiter. Und diese Branche hat sich immer zu den Zielen bekannt und hat gesagt, wir wollen, dass diese Ziele erreicht werden. Aber jetzt geht es zukünftig natürlich um eine entscheidende Frage. Schaffen wir es, diese Ziele zu erreichen, weil einige wenige Beamte in den Ministerien, und ich darf das so sagen, weil ich selber lang genug Beamter war, weil einige wenige Beamte in den Ministerien versuchen, mit immer tieferer Regelungsdichte
mit immer neuen gesetzlichen Vorgaben diese Ziele zu erreichen? Das ist die Variante 1. Oder schaffen wir es mit der Variante, dass wir sagen, es gibt immer wieder neue Innovationen, es gibt immer wieder neue Ideen, es gibt den Impetus zur Zielerreichung von Hunderttausenden Mitarbeitern in ihren Unternehmen, von Personen in Forschungseinrichtungen, von Studierenden und Lehrenden an Universitäten, die mit neuen Innovationen versuchen, zu dieser Zielerreichung beizutragen. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich als Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung eines Verbandes von öffentlichen und privaten Unternehmen sage, ich glaube, dass es Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass es Ihre Innovationskraft, Ihr Ideenreichtum ist, mit dem wir diese Ziele erreichen werden und nicht allein das deutsche Gesetzbuch. Und ich glaube, auf diesen Punkt müssen wir in der politischen Debatte verstärkt hinweisen. Ich nutze die Gelegenheit auch deutlich zu machen, dass Innovation, ich habe es eben schon mal angedeutet mit dem Stichwort Digitalisierung, natürlich die Branche verändert. Das gilt auch für uns als Verband. Das gilt, weil immer mehr Mitglieder des Verbandes auch in neue Technologien, neue Erzeugungskapazitäten, andere Formen der Erzeugungskapazität investieren. Und es gilt, weil im Speicherbereich neue Technologien, im Netzbereich neue Technologien, im Bereich der IT neue Entwicklungen dazukommen. Und das heißt auch neue Mitglieder für unseren Verband. Ein noch bunterer Verband als bisher. Aber ich will an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen, Sie sind uns als Teil des Gesamtsystems Energie- und Wasserwirtschaft herzlich im Verband willkommen. Denn eines ist klar, und das ist, glaube ich, in den letzten Monaten immer wieder deutlich geworden. Es braucht einen Verband, der die Verantwortung für das Gesamtsystem der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland übernimmt. Es reicht nicht aus, wenn viele Partikularinteressen in Kleinstverbänden versuchen, ihre Position deutlich zu machen. Auch wenn es schwierig ist, manchmal zu gemeinsamen Haltungen zu kommen, es wird nur funktionieren, wenn wir als Gesamtverband der Branche auch Verantwortung für das Gesamtsystem übernehmen. Und das muss unser Ziel für die nächsten Jahre auch in der Zukunft sein. Wenn wir der Überzeugung sind, dass es an uns liegt, an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen, diesem Transitionsprozess, diesem Transformationsprozess zum Erfolg zu verhelfen, dann ist völlig klar, dass die Politik und auch natürlich die Zivilgesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger von uns wissen wollen, was sind denn die Werte, was ist die Grundhaltung, mit der ihr als Branche in diesen Prozess reingeht. Und ich will 4 kurze Stichworte nennen und dabei auch Anknüpfungspunkte zu aktuellen Gesetzgebungsvorhaben nutzen. Und das erste Stichwort ist Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit. Es ist völlig klar, wir sind eine zuverlässige und verlässliche Branche. Das stellen wir jeden Tag unter Beweis. Die Wasserwirtschaft ist in unserem Monitoring immer auf Platz 2, knapp nach dem Handwerk. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Schwanecke, der Generalsekretär des Handwerks, heute unter uns ist. Ich will mal ankündigen, Herr Schwanecke, wir versuchen, Sie noch zu überholen. Nach so manchen Erfahrungen mit dem Handwerk privater Art in den letzten Monaten sehe ich da gute Chancen für die Wasserwirtschaft. Wir sind zuverlässig, wenn es um Stromlieferung geht, Ausfallzeiten von weniger als 12 Minuten im vergangenen Jahr in Deutschland. Und wir sind selbstverständlich auch zuverlässig, wenn es um die Gasversorgungssicherheit in Deutschland geht. Also die Branche liefert zuverlässig und sie liefert in hoher Qualität. Und das kleine Bonbon sei mir erlaubt, bei der Politik ist das mit dem zuverlässig Liefern und hoher Qualität nicht immer ganz so sicher. Und ich will das an ein paar Beispielen auch deutlich machen. Und ich fange mal mit dem Wasserbereich an. Ich mache das nicht deshalb, weil oftmals der Wasserbereich in unseren Kongressen nicht die erste Rolle hat. Empfehle mal den Kollegen aus den Wassersparten, reden Sie mal mit Ihren Kollegen aus den anderen Sparten im Rande des Kongresses und ich könnte mir vorstellen, die sagen Ihnen, sei froh, dass du nicht so eng im Fokus der Politik stehst und ständig Veränderungen bewältigen musst, sei froh, dass du einen gewissen Freiraum für dein Business hast, auch in der Zukunft. Aber auch im Wasserbereich gibt es Dinge, wo wir eigentlich seit Jahren auf Lösungen warten. Ich war ja mal Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, da hatten wir einen Fracking-Gesetzentwurf fertig. Der ist bis heute nicht ins Gesetzblatt gekommen. Die nachfolgende Bundesregierung hat einen Fracking-Gesetzentwurf fertig.
der ist auch noch nicht ins Gesetzblatt gekommen. Also ich glaube, hier wird deutlich, dass wenn es wir schaffen, als Branchenverband, die Interessen der Gasbranche und der Wasserbranche so zusammenzubringen, dass wir sagen, ja, das ist ein guter Vorschlag, der dem Gewässerschutz, dem Wasserschutz die notwendige Priorität gibt, dann muss es auch in der Politik möglich sein, dass dieses Thema endlich zum Abschluss kommt. Und das wäre ein dringender Appell an den Deutschen Bundestag, dieses jetzt zu Ende zu bringen. Und ein zweites Beispiel, das ich aus dem Wasserbereich nennen: Düngemittelverordnung, Düngemittelrecht. In Niedersachsen, ein Land, für das ich auch schon gearbeitet habe, ist bereits an jeder zweiten Messstelle die Nitratbelastung zu hoch. Wir alle wissen, woran das liegt. Und es ist Zeit und höchste Notwendigkeit, dass wir endlich auch hier den Gewässerschutz so mit dem Düngeprozess verkoppeln, dass der Gewässerschutz Priorität hat. Das ist ein dringendes Anliegen nicht nur der Branche, sondern ein dringendes Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, der Verbraucher im Land. Und deshalb muss auch hier die Politik, glaube ich, endlich handeln. Aber dieses Thema Zuverlässigkeit, dieses Thema Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit ist natürlich ein Thema, das auch für den Energiebereich gilt. Und auch hier will ich zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit kurz ansprechen. Das erste Stichwort ist das Thema Anreizregulierungsverordnung. Und weil man ja auch mal Lob aussprechen muss, will ich ganz klar sagen, wir halten es für klug und richtig, dass die Bundesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium mit der vorgelegten Verordnung den Zeitverzug für Investitionen beseitigen will. Wenn wir sicher sind, und wir sind sicher, dass es erheblicher Investitionen in den Netzausbau bedarf, dann ist klar, dass dieser Zeitverzug bisher ein Hemmnis für diese Investitionen war. Aber was natürlich keinen Sinn macht, ist, im gleichen Atemzug Investitionen der Vergangenheit durch den negativen Sockeleffekt zu entwerten. Ich also verbessere die Investitionsmöglichkeiten für morgen, sehr schön, aber beschränke die Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen, indem ich die Investition von gestern entwerte. Das ist mit der einen Hand was aufbauen, mit der anderen Hand wieder umreißen. Ich setze auf die Bundesländer und appelliere an die Bundesländer, sich hier die Verordnung noch mal sehr genau anzuschauen und im Bundesrat nachzubessern, damit am Ende wirklich ein Paket rauskommt, das es Ihnen ermöglicht, diese Investitionen auch in der Zukunft zu tätigen. Das zweite Beispiel aus dem Energiebereich ist das Stichwort Kraft-Wärme-Kopplung. Seit vielen Jahren haben wir gesagt, die Kraft-Wärme-Kopplung ist die effizienteste Verbindung von Wärme- und Stromerzeugung. Die müssen wir ausbauen, politisches Ziel. Es hat viele Unternehmen bei uns gegeben, die das in den letzten Jahren getan haben, weil unser Vizepräsident, Herr Steinkamp, von der Rheinenergie hier vorne sitzt, erwähne ich die Rheinenergie, die in den vergangenen Jahren hier sehr aktiv gewesen ist. Und jetzt kommt plötzlich, wie Zieten aus dem Busch, das Bundesfinanzministerium mit einem Vorschlag für das Energie- und Stromsteuergesetz und erklärt einem, das wäre alles zwar politisch vielleicht ganz klug, aber leider wäre das beihilferechtlich nicht zulässig. Das ist natürlich grober Unfug. Es gibt Bestandteile, die beihilferechtlich logischerweise mit den Förderansätzen in verschiedenen Gesetzgebungspaketen verzahnt werden müssen. Aber es ist genauso eindeutig und klar, dass das, was heute an Kraft-Wärme-Kopplung möglich ist im Beihilferecht, längst verzahnt ist mit diesem Beihilferecht. Deswegen ist es völlig unnötig und völlig unsinnig, jetzt rückwirkend für Bestandsanlagen die Bedingungen der Stromsteuerbefreiung zu verändern. Es macht keinen Sinn, von 2 Megawatt auf 1 Megawatt runterzugehen. Es macht keinen Sinn, die Abstandsregelungen zu verändern. Es ist völlig klar, das muss nicht geschehen. Und darauf werden wir im Finanzministerium hinweisen. Und ich bin ganz froh, dass wir hier auch Unterstützung aus dem Bundeswirtschaftsministerium und aus dem Bundesumweltministerium erfahren. Denn wenn wir wollen, dass Kraft-Wärme-Kopplung für die Zukunft eine größere Rolle spielt, dann macht dieser Gesetzentwurf definitiv keinen Sinn, weil auch hier Investitionen der Vergangenheit entwertet werden und Anlagen würden vom Netz gehen. Jetzt habe ich viel gesagt zum Thema Wertschöpfung, Entwertung, und damit bin ich beim zweiten Maßstab, der für unser Handeln entscheidend sein muss, nämlich wirtschaftliches Denken und Handeln. Und ich glaube, wir spüren alle, dass der Umbau des Energiesystems in Deutschland
Geld kostet. Sie spüren das in Ihren Unternehmen. Die Bürgerinnen und Bürger spüren es auf den Rechnungen. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir wollen, dass der Prozess auch akzeptiert bleibt für die Zukunft, wenn wir wollen, dass die Unternehmen schlagkräftig bleiben, um in der Zukunft diesen Prozess auch weiter voranzutreiben, dann müssen wir ein Interesse daran haben, dass dieser Prozess so kosteneffizient und so wirtschaftlich wie möglich abläuft. Und deswegen, zweites Mal Lob für die Bundesregierung, ist völlig klar, dass der Grundgedanke in der Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes 2016, der Grundgedanke zu sagen, wir stellen um auf Auktionsmechanismen, ein richtiger Grundgedanke ist. Weil wir haben bei den Pilotprojekten das gesehen, was Sie alle nicht überrascht haben wird. Wir haben gesehen, dass es Gebote reingaben, die 10% günstiger ausgefallen sind, als die Kolleginnen und Kollegen im Ministerium das erwartet haben. Wir haben gesehen, dass die Menge fünffach überzeichnet war. Das heißt, es gibt ein Kostensenkungspotenzial und Wettbewerb, wie immer, führt dazu, dass dieses Kostensenkungspotenzial erschlossen wird. Das ist also der richtige Weg. Nur dann ist es falsch, und darauf haben wir als BDEW auch immer hingewiesen, gleich wieder durch die Hintertür eine Menge Ausnahmeregelungen ins Gesetzblatt zu schreiben. Es ist natürlich nicht sinnvoll, weiterhin 0,75 MW große PV-Anlagen von der Ausschreibung auszunehmen. Das ist nicht das private Wohnhaus. 0,75 MW, das ist noch nicht mal das Dach vom Lidl-Supermarkt. Das ist eine richtig große Anlage. Und wir haben deshalb gesagt, gar keine Schwellenwerte oder wenn so niedrige Schwellenwerte, dass wir wirklich über die kleinen Erzeugungsanlagen im Privatgebrauch reden, aber nicht über diese großen. Und genauso ist es falsch, jetzt zu sagen, dann machen wir Sonderregelungen für Bürgergenossenschaften. Das mag man sympathisch finden, ich habe da auch Sympathie für. Aber es ist nicht kosteneffizient. Und ich habe auch noch keinen gefunden, der mir überzeugend erklären kann, warum es eine Bürgergenossenschaft mit Beratung nicht genauso kosteneffizient hinkriegen soll, wie ein kleines Stadtwerk. Hier zu differenzieren, benachteiligt einzelne Player, ist kein Level Playing Field. Und deshalb sollten diese beiden Punkte auch noch im Verfahren geändert werden. Der zweite Punkt, wo es um Kosteneffizienz geht, und ich glaube, das ist der zentrale Diskussionspunkt der nächsten Monate und Jahre, das ist das Thema, wie kriegen wir kosteneffizient eine CO2-Minderungsstrategie hin. Und wenn Sie sich ganz an den Anfang meiner Ausführungen erinnern, dann werden Sie sich erinnern, dass ich gesagt habe, wir stehen vor der Grundsatzentscheidung, machen wir einen Masterplan, in dem wir heute schon reinschreiben, wie wir bis 2050 zu den Zielen kommen, oder sagen wir, da gibt es Ziele und jetzt reden wir mal immer wieder neu darüber, wie kriegen wir es hin, dass wir diese Ziele dann auch erreichen. Und da ist ja vor einigen Monaten ein Papier aus dem Bundesumweltministerium durchgesickert, das sich so schön Klimaschutzplan 2050 nennt. Bisher immer noch kein offizielles Papier, bisher auch immer noch nicht klar, wie weit der Diskussionsstand in der Bundesregierung über dieses Papier ist. Aber wenn Sie sich das Papier anschauen, dann sehen Sie, das atmet natürlich den Geist der Variante 1. Da gibt es die hübsche Idee, dass man doch heute schon mal sagen könnte, wir verbieten die Installation von Gasheizung im Jahr 2030. Es ist immerhin noch 14 Jahre von heute entfernt. Was in dem Papier zu kurz kommt, ist die Frage, was machen wir eigentlich mit den vielen Heizungen, die wir heute hier haben? Und ich finde das ein gutes Beispiel, dass es nicht darum geht, möglichst kosteneffizient, möglichst rasch CO2-Minderung zu organisieren. Denn wir alle wissen, dass es die Chance gibt, durch die Erneuerung der Heizungsanlagen im Bestand, durch den Austausch von Ölheizungen und Einbau von Gasheizungen, durch eine effiziente Verknüpfung von Gebäudedämmung und modernen Systemen der Gasheizung ein erhebliches Minderungspotenzial an CO2 in sehr kurzer Zeit zu realisieren. Wer aber heute den Leuten sagt, 2030, sage ich dir, wird der Einbau von Gasheizungen verboten, der hindert sie daran, heute zu investieren, weil sie sich nicht mehr sicher sind, ob diese Investition in der Zukunft noch Sinn macht. Und deshalb die dringende Bitte und der dringende Appell im Abstimmungsprozess der Ressorts für diesen Klimaschutzplan, auf diese abwegige Forderung zu verzichten. Gas wird ein zentraler Faktor in der Energieversorgung bleiben und Gas wird ein zentraler Faktor auch bei der Wärmewende bleiben. Und ich glaube, auf diesen Punkt müssen wir auch in den nächsten Monaten in den Gesprächen mit der Politik immer wieder deutlich hinweisen.
Und jetzt noch eine Bemerkung zum Thema Dekarbonisierung insgesamt. Weil auch das ein Thema ist, das ja immer so ein bisschen wie der Elefant im Raum, über den keiner spricht, durch die politische Debatte geistert. Sie wissen, dass der BDEW, der Vorstand des BDEWs, vor einigen Monaten eine Projektgruppe dazu eingesetzt hat. Die hat sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was gibt es für Instrumente, was ist notwendig. Und wir sind selbstverständlich gesprächsfähig, wenn diese Gespräche geführt werden sollen. Doch ich will an der Stelle auch sehr klar sagen, zu versuchen, jetzt hier eine Kampagne zu entwickeln für die nächste Bundestagswahl, die heißt, jetzt haben wir den einen Ausstieg hingekriegt, jetzt kommt der nächste und der soll möglichst konkret sein. Das ist nicht zielführend. Das ist zulässig, weil das ist Politik, aber das ist nicht das, was wir als Branche brauchen und wollen. Wir wollen einen vernünftigen Diskussionsprozess, wie das marktwirtschaftlich effizient organisiert werden kann. Und Sie alle wissen, niemand hier im Saal sagt, Kohle wird auf hunderte von Jahren in Deutschland noch ein Bestandteil der Elektrizitätsversorgung sein. Der Kohleausstieg als unternehmerisches Entscheidungselement hat in manchen Mitgliedsunternehmen ja längst begonnen. Aber was wir uns nicht leisten können, ist, dass wir erneut wichtige Bestandteile in den Bilanzen durch ein regulatorisches, ordnungsrechtliches Verfahren entwerten. Deshalb, wenn es diese Gespräche gibt, wir sind dazu bereit, diese Gespräche zu führen. Aber unser Appell an die Politik, gehen Sie in diese Gespräche so rein, dass Sie nicht im Blick haben, was passiert 2017 im Wahlkampf, sondern gehen Sie in diese Gespräche so rein, dass wir vernünftig über möglichst effiziente Lösungen miteinander sprechen. Damit bin ich beim dritten Grundwert. Und der dritte Grundwert ist das Thema Technologieoffenheit, Innovationsfreunde. Ich habe das vorhin schon angesprochen, deswegen nur noch mal ganz kurz. Die Digitalisierung verändert unsere Energiewelt. Und das ist auch toll. Das bietet Chancen. Sie wissen das alle. Kürzlich an der Jahrestagung des Hessisch-Rheinland-Pfälzischen Landesverbandes teilgenommen. Da gab es eine Podiumsdiskussion mit auch verschiedenen Stadtwerkevertretern. Offenbach war dabei. Was macht ihr eigentlich? Wie läuft denn bei euch das mit der Digitalisierung? Und das Signal war ganz klar. Wir sind dabei, das Unternehmen umzukrempeln. Wir sind dabei, die Prozesse zu verändern. Wir sind dabei, auch nach neuen Geschäftsmodellen zu gucken. Sehr gut. Endlich mal wieder eine positive Story der Energiewirtschaft. Endlich mal wieder etwas, wo die Leute sagen, das ist interessant. Was heißt das für mich als Kunde? Was heißt das für mich als Verbraucher? Was nutzt mir das? Was kann ich tun? Das ist ja das, was die Leute von uns wollen, was sie erwarten. Und deswegen sollten wir das sehr aktiv angehen. Und die digitale Agenda, die wir vor 14 Tagen vorgestellt haben, ich hoffe, der eine oder andere hat Gelegenheit gehabt, reinzuschauen, ist deshalb nicht eine Agenda, die man eins zu eins auf sein Unternehmen legen kann und sagen kann, so setzen wir das jetzt um. Die digitale Agenda soll eine Handreichung sein, zu schauen, was passiert in der Welt. Was passiert in Deutschland? Was machen andere? Was kann ich davon für meinen Betrieb, für mein Unternehmen lernen? Ich bin sicher, das wird die Branche umkrempeln, das wird die Chancen eröffnen, auch für zukünftiges Wachstum, für zukünftige Geschäftsmodelle. Und ich glaube, wir müssen dieses auch nutzen für uns als Energie- und Wasserwirtschaft. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da unter Beweis stellen können. Wir sind innovationsoffen, wir sind technologieoffen, wir nutzen Chancen und dass wir dieses dann auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern zeigen. Und der vierte Grundwert, und der muss natürlich angesprochen werden, wenn der Commissioner heute unter uns ist, der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Šefčovič, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich im internationalen, im europäischen Kontext bei diesem Umbauprozess weiter vor? Und da ist, glaube ich, es ganz interessant, sich mal den öffentlichen Duktus in Deutschland nochmal anzuschauen. Wir lesen ja oft inzwischen, wir müssten aufpassen, dass wir unsere Vorreiterrolle bei diesem Prozess nicht verlieren. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Die Frage ist nur, warum ist denn die Vorreiterrolle Deutschlands in diesem Prozess gefährdet? Ist sie deshalb gefährdet, weil wir nicht schnell genug sind? Ist sie deshalb gefährdet, weil wir nicht genug Gesetzgebung machen? Ist sie gefährdet, weil wir nicht genug Druck ausüben auf diesen Energietransformationsprozess? Nein, natürlich nicht. Sie ist deshalb gefährdet, weil wir beständig mit der Europäischen Kommission in Konflikte geraten. Sie ist deshalb gefährdet, weil Nachbarstaaten sagen, das ist ja ganz interessant, was ihr da in Deutschland macht, aber das können wir uns nicht leisten. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir für diesen Veränderungsprozess auch wieder in Europa Zustimmung
finden. Es macht doch keinen Sinn, dass der zuständige Abteilungsleiter und der zuständige Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium in manchen Wochen mehr in Brüssel bei der Kommission sind, um über verschiedene beihilferechtliche Fragen zu verhandeln, als dass sie in Berlin sind und gemeinsam in Berlin versuchen, den Prozess zu organisieren. Von daher gesehen glaube ich, wir brauchen wieder eine vernünftige Einbindung in europäische Prozesse. Und deshalb bin ich, Commissioner, auch sehr dankbar, dass Sie heute hier sind, uns ein paar Ausführungen auch machen werden zum Energiebinnenmarkt, zur Energieunion. Ich glaube, dass das ganz zentral ist, weil ein Thema, für das der Verband sehr intensiv in den letzten Jahren eingetreten ist, Sie wissen das, ein Thema über die europäische Achse auf jeden Fall wieder in Deutschland an Bedeutung gewinnen wird, das Thema Kapazitätsmärkte. Denn wenn wir uns umschauen, dann haben wir in vielen Ländern Kapazitätsmärkte und der BDEW ist nach wie vor davon überzeugt, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo wir die flexible Residuallast anders organisieren müssen, als das in Deutschland heute der Fall ist. Und deshalb sind wir sehr dankbar, dass auf der europäischen Ebene dieser Prozess vorangetrieben wird, dieser Diskussionsprozess vorangetrieben wird und dass wir hier auch die deutsche Position mit einspeisen können. Sie sehen, es lohnt sich, zum BDEW zu kommen. Das meine ich nicht nur für den Kongress. Ich danke an dieser Stelle auch ausdrücklich den Sponsoren, an der Spitze die Firmen Siemens und habe mich extra gestern noch mal erkundigt, ich darf auch noch Ernst & Young sagen, EY, wie die Company jetzt heißt. Ich danke also insbesondere Siemens und Ernst & Young, aber auch all den anderen Sponsoren, die uns bei diesem Kongress unterstützen. Ich danke den Medienpartnern an der Spitze der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für die Begleitung des Kongresses, auch für die Beilage, die es gibt zum Kongress. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir wollen ja, dass unsere Position auch außerhalb dieses Saales bekannt werden. Also ich glaube, es lohnt sich, an diesem Kongress teilzunehmen. Aber es lohnt sich natürlich nicht nur an diesem Kongress teilzunehmen. Etwa 60% der Anwesenden sind ja schon Mitglieder im BDEW. Sie kann ihn nicht mehr werben. Aber 40%, habe ich gehört, sind es noch nicht. Nicht jeder von Ihnen wird zugegebenermaßen die satzungsrechtlichen Bedingungen erfüllen, Mitglied im BDEW zu werden. Aber wenn Sie das tun, dann denken Sie ruhig nach den 2 Tagen im Kongress noch mal drüber nach. Ich glaube, dass dieser Verband ein Verband ist, der als einziger in der Energie- und Wasserwirtschaft in dieser Branche, die so geprägt sein wird, auch in den kommenden Jahren von regulatorischer Feinabstimmung, dass der BDEW der einzige ist, der das Gesamtsystem im Blick hat, der es schafft, in diesem Gesamtsystem auch zwischen den verschiedenen Interessen seiner Mitgliedsunternehmen auszugleichen und Positionen zu finden und mit diesen Positionen auch dann gegenüber der Politik Positionen zu beziehen und deutlich zu machen, was sind die Interessen der Branche. Die immer stärkere Zersplitterung in Partikularinteressen kommt an ein Ende. Die Geldsituation, die Finanzsituation wird schwieriger. Wir haben darüber gesprochen. Und deshalb muss man das Gesamtsystem im Blick haben. Wir haben das. Wir zeigen das Ihnen auf den nächsten 2 Tagen auf dem Kongress. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Sprechen Sie uns an, wenn Sie noch intensiver mit uns zusammenarbeiten wollen. Und genießen Sie die 2 Tage in der Station in Berlin, auch wenn draußen die Sonne scheint. Ich glaube, das Programm lohnt sich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus